Herzlich willkommen zu Mensch-Tier-Beziehungen. Schön, dass ihr euch entschieden habt, diesen Kurs vielleicht zu wählen, und wir versuchen diese Entscheidung mit diesem Video zu beeinflussen. Ich bin Jan Ehlers, habe den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen, bin Tierarzt und freue mich, dass wir den Kurs das dritte Mal machen. Genau, und ich bin Michaela Zupanik, ich bin Psychologin und vertrete die interprofessionelle Didaktik. Ja, ich mache den Kurs jetzt auch zum dritten Mal und freue mich total drauf. Ich bin Julia Nietzsche und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen. Ich bin auch zum dritten Mal dabei und freue mich auf spannende Themen und ganz viel Austausch. Und was genau euch erwartet, wollen wir euch jetzt noch mal vorstellen. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau, die Ziele unseres Kurses sind vor allem die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Menschen und Tieren aus drei Perspektiven, nämlich einmal der ethischen, der ökologischen und aber auch der medizinischen Perspektive. Und das Besondere an diesem Kurs ist, dass die Inhalte sich an euren Wünschen und Vorschlägen orientieren. Das heißt, wir geben nichts vor, sondern wir wollen mit euch zusammen in den Diskurs gehen. Wie lässt sich dieser Kurs gestalten und über welche Themen möchtet ihr diskutieren? Denn das ist uns auch besonders wichtig, dass wir konstruktiv aus verschiedenen Perspektiven über die Inhalte des Kurses gemeinsam diskutieren können. Genau, das Einzige, was wir vorgeben, ist das, was eben beim Studium Fundamentale so ist. Es können Scheine gemacht werden. Die Rahmenbedingungen sind so. Wir werden den Kurs halt immer online abhalten. Die Kamera einschalten ist verpflichtend. Also es ist nicht möglich, sich hinter einer Kachel zu verstecken. Das heißt, Sie können 2 ECTS erreichen, wenn Sie maximal 2-mal fehlen und einen Leistungsnachweis erbringen. Der Leistungsnachweis sieht folgendermaßen aus, dass Sie in einer Kleingruppe zu 2, zu dritt oder vielleicht auch zu 4, je nachdem, wie umfangreich das Thema ist, sich dieses Thema erarbeiten und dann eine super Präsentation machen, mit der wir die 90 Minuten füllen können in der Lehrveranstaltung. Das heißt aber nicht 90 Minuten erzählen, sondern es soll eine interaktive Veranstaltung sein und sie soll sich an der wissenschaftlichen Arbeitsweise orientieren. Das heißt, nicht nur irgendwas präsentieren, worüber Sie im Internet gestolpert sind, sondern auch belegen, wo Sie was gefunden haben und warum das jetzt so wichtig ist. Also ein Arbeitskurs. Und aber auch Arbeit, die sich wirklich lohnen wird und die, glaube ich, allen richtig Spaß machen wird. Das sind auf jeden Fall unsere Erfahrungen aus den ersten beiden Malen, wo wir den Kurs veranstaltet haben. Und in den Themen seid ihr wirklich offen. Wir haben hier einfach mal ein paar Themen mitgebracht. Ja, das geht von Schlachtung und Tiere essen über Zirkustiere, über Haustiere und wie wir sie auch durch Zucht verändern. Ja, bis hin vielleicht zur Klimarelevanz oder auch der Entfremdung von der Natur, die wir auch alle so ein bisschen spüren. Ja, wer ist schon mal so nah mit der Ziege auf dem Arm unterwegs gewesen? Wir hoffen, dass ihr euch für den Kurs entscheidet, dass ihr auch daran Interesse habt, Freude daran habt, so ein bisschen mit uns darüber zu diskutieren. Wie ist denn das Verhältnis von uns Menschen zu den nichtmenschlichen Tieren? Und uns im nächsten Semester etwas von eurer Zeit schenkt und sie mit uns zusammen verbringt, Donnerstagnachmittags. Gebt euch einen Ruck und versucht es mit diesem spannenden Kurs. Genau, wir freuen uns auf euch.